Ja, wollte heute letzten Tag hier zum anderen Strand Richtung Norden. Weil das sah geil aus auf Google Maps. Aber jetzt bin ich irgendwie, ich wollte von der Straße weg, weil das. Oh Gott. Hält das Teil überhaupt? Irgend so eine stillgelegte Straße, Brücke. Fuck. Aber ich gehe da nicht an der Straße weiter lang. Die Autos hier. Oh Gott. Ach du Scheiße, ist das so. Das ist so ein uraltes. Naja, was ist so alt, aber. Hier schon die ganzen Pflanzen durch den Beton durch. Strange. Wir schauen mal, ob ich jetzt irgendwie. Hier muss ich ja auch mal weggehen. Uah. Das ist privat. Scheiße. Shit. Ja, das ist auch der Nachteil hier. Die ganze Küstenstreifen ist total verbaut, ey. Echt. Da kraxelt man da eine Stunde oder zwei. Auf gut gebauten Wanderwegen und dann kommen da einfach Privatgrundstücke und man muss einen tierischen riesen Umweg gehen. Ey. Das hast du in Frankreich nicht. Das ist verboten. Und wenn man bis ans Meer baut, muss man einen Weg freilassen für, ja, für Leute halt. Das ist im Gesetz verankert da. Hier kann dann schon jeder bauen, wie er will. Und alles dicht bauen. Oh, jetzt muss ich doch an der Straße weiter. Scheiße. Ich hab keinen Bock drauf. Das ist ja kein richtiger Weg, ey. Ach, die Scheiße. Okay, Fahrradfahrer fährt rein. Boah, das ist aber nicht geil. Keine Leitplanke, nix. Da sind wenigstens Graben zwischen, aber trotzdem. Naja. Den letzten Bus in 20 Minuten verpasst. Hätte auch Tossa de Mar fahren können, aber das ist 20, 30 Kilometer. Das ist schon 5 Uhr. 17 Uhr durch. Wird auch noch gehen, aber nee. Nächstes Jahr mache ich ein paar mehr Tage hier. Nehme ich mit. Boah, das ist sowas von nicht geil, ey. Scheiße. Das ist. Ich wusste nicht, dass es so eine Umgehungsstraße ist. Fuck. Naja, ich guck mal Maps. Irgendwo ist hier gleich ein Weg rechts rein. Auf jeden Fall auf Maps. Oh, das ist brütend heiß, ey. Das heißt 34 Grad. Aber in Deutschland wäre es schlimmer. Viel schlimmer. Ich komme jetzt nur so vor, weil ich hier an so einer scheiß Schnellstraße durch den Kies latsche. Naja.